Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir hatten hier einen ganzen Blumenstrauß an Anträgen zu Schwimmbädern in Dresden und dieser ist jetzt in einen großen Antrag zusammengefasst worden. Über den sprechen wir heute, über den stimmen wir heute ab. Und ich sage zu diesem Antrag, ja, Schwimmen ist wichtig. Ja, Klotzsche braucht definitiv ein neues Schwimmbad. Ja, das alte Schwimmbad muss bis dahin weiter bestehen. Ja, wir brauchen auch in Pieschen-Neustadt ein neues Schwimmbad. Ja, das Elbermare soll auch weiterlaufen. Schwimmen ist wichtig. Seniorenschwimmen ist wichtig. Kinderschwimmen ist wichtig. Schwimmen ist überhaupt wichtig, damit man gesund ist. Es ist sozial, es ist schön, es ist eine Aktivität. All das ist wichtig. Und schließlich, ja, der Haushalt ist die Königsdisziplin dieses Stadtrats. So. Wenn Sie über Schwimmen reden und über die schönen Sachen, über Klotzsche, über Elbermare, über irgendwie neue Schwimmbäder und so weiter und so fort, müssen Sie gleichzeitig auch adressieren, wo das Geld herkommt. Und da ist A, erstens mal im Haushalt, das ist gerade mal ein halbes Jahr her, einfach zu wenig Geld eingestellt worden. So, das muss man einfach festhalten. Und das Zweite ist, das ist vielleicht noch viel wichtiger, dieser Haushalt hat Mehreinnahmen, die der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, wenn man sie aufaddiert bis 2027, 40 Millionen, einfach mal weggewischt. Hat gesagt, nö, das Geld brauchen wir nicht, das nehmen wir woanders her. 40 Millionen sind ungefähr anderthalb Schwimmhallen. Also der Stadtrat hat A, zu wenig Geld eingestellt fürs Schwimmen und B, hat das Geld, was man einnehmen könnte, nicht generiert. Das heißt, wenn Sie hier lamentieren über fehlende Schwimmbäder, dann sollte man sich vielleicht erst mal an die eigene Nase packen. Was sagt dieser Antrag nun zur Finanzierung? Nun ja, eigentlich nichts. Denn er spielt den Ball schlicht und ergreifend zum Oberbürgermeister zurück. Er sagt, der Oberbürgermeister soll sich mal einen Kopf machen, wie er denn jetzt die Finanzierung von den Schwimmbädern in Zukunft gedenkt sicherzustellen und dem Stadtrat einen Vorschlag zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, wie das ausgeht. Der Oberbürgermeister wird wahrscheinlich so etwas Ähnliches machen wie schon im Haushalt, wird was vorschlagen, wird vielleicht andere Finanzierungsquellen finden, wird vielleicht andere Dinge, die man streichen kann, finden. Und dann wird es wichtig, weil dann höre ich schon, nee, das geht nie, das können wir nie machen, nein, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. So, das heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, Ihr Antrag heute hier zu Schwimmbädern, er ist zwar, dieser Antrag redet ja nicht über Geld, und dieser Antrag ist ja vielleicht in seinen Worten wunderschön, aber er ist nichts weiter als substanzlose und wohlfeile Ansammlung von Worten. Dankeschön.